Ja, hallo und herzlich willkommen. Ganz kurz zu unserer heutigen DAX-Analyse. Ja, der Kursabsturz von gestern, so scheint es, würde sich heute fortsetzen. Und tja, mitunter ist die 13.000er da heute so richtig mal durchgeschüttelt worden, die 13.000er-Marke. So wie sie es hat auch vermuten lassen. Ich will nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ich bin nach wie vor sehr pessimistisch eingestellt. Warum? Ich will es mal an einem ganz simplen und vielleicht sogar dämlichen Beispiel erklären. Meine Einstellung momentan gegenüber dem Markt und dem DAX, also insbesondere und damit alle Aktien, die damit verbunden sind. In dieser Range, die wir hier sehen, also zwischen 13.000 und 13.2500, das letztendlich ja nichts anderes ist als wie ja, mehr oder weniger diese Hochs hier sozusagen zu testen. Ja, auf ein paar Punkte hinterher kommt es überhaupt gar nicht drauf an. Und das ist ja unser Allzeithoch. Und jetzt sehen wir mal hier, das sind gerade mal 200 Punkte drüber. Das heißt, Allzeithoch bedeutet der höchste DAX-Stand seit Anbeginn. Also nur noch mal zur Erinnerung. Ja. Und die Tatsache, dass der nicht da einfach hinläuft und darüber hinaus, lässt doch einiges vermuten. Und jetzt schauen wir uns nochmal, wie gestern schon, ich verlinke hier nochmal das Video von gestern, den längfristigen, das ist hier ein Tageschart, wir schauen hier nochmal den längfristigeren Zeitraum, den Horizont an, von Anbeginn der 2017. Ja. Da sehen wir letztendlich nichts anderes als wie eine riesengroße Seitwärtsrange, die irgendwo, mal ausgeschlossen, diesen Ausnahmezustand, den wir im Dezember 2018 hatten, der wie gesagt nur alle, ja, den letzten Absturz von 20% in einem Dezember hatten wir, ich glaube, wann war das jetzt nochmal? 2000, also vor 20 Jahren. Das heißt, das ist als Ausnahmezustand, abgesehen mal davon, bewegen wir uns hier in der Seitwärtsrange von, ja, lass es irgendwie 11.500 Punkte sein und 13.500, also in der Range von 2.000 Punkten. Jahrelang, ja? Wir reden hier von Jahren. Und warum sollte das ausgerechnet jetzt? Mit anderen Worten, ich stelle hier mal folgende Frage, ja, in die Community. Wo ist der Impuls? Wo ist der Impuls, der jetzt nach, sagen wir mal 2, sagen wir mal 3 Jahre Seitwärtsrange, mehr oder weniger. Wo ist der Impuls, der jetzt sagt, so, und jetzt aber schnurstracks auf die 14.000 zu? Ja? Ich wüsste nicht, woher der Impuls kommen soll. Und deswegen mal ganz doofes Beispiel, wie ich vorhin schon erwähnte. Stell dir mal vor, du bist im Casino und du hast die Chance zwischen 50-50. Ihr alle kennt Roulette, ja? Um Gottes Willen, niemals Roulette spielen, ja? Das ist die Hölle. Also, wenn du damit mal anfängst, dann bist du verloren. Es macht mit hoher Wahrscheinlichkeit süchtig, ja? Ich kenne also einige, die da abgestürzt sind. Aber jetzt nur mal zur Beispielerklärung, welche Einstellung ich momentan gegenüber dieser ganzen Sache habe. Du hast Roulette, schwarz oder rot, zwei Farben, 50-50. Richtig? Nein, nicht richtig. Denn es gibt noch Grün, es gibt noch die Null. Und mit der Null hast du eben nochmal 2, 3, 4, 5%. Nein, nicht du, sondern die Bank. Deswegen langfristig gewinnt immer die Bank. Ja? Also nur einer ist der wahre Gewinner und das ist immer das Casino. Wenn ich jetzt hier sozusagen, wenn ich jetzt sagen würde, okay, es kann drauf gehen, es kann runter gehen, die Chancen sind 50-50 und dann würde ich sagen, bleib einfach neutral. Ja? Meine Einstellung dazu ist, dass die Null, und das ist mein Punkt, die Null auf der Seite, eine Korrektur steht. Das heißt, es überwiegt einfach die Wahrscheinlichkeit, mit anderen Worten. Das ist das, was ich eigentlich sagen wollte, schon die ganze Zeit. Es überwiegt eigentlich einfach die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier nicht einfach sagen, wuhu, juhu, Allzeithoch erreicht. Endlich seit dem 13., seit dem 21.
Also 25.01.2018, juhu, ne? Seit fast 2 Jahren. Und davor nochmal 6 Monate oder ein ganzes Jahr sogar hier, 2017, ja? Juhu, ja? Und jetzt sind wir wieder da, juhu, nach Ewigkeiten, ja? Jetzt lass uns doch nach oben durchlaufen. Aus welchem Grund? Ja, wo? Wollen wir jetzt sozusagen einfach darauf hoffen, dass Trump ja einen netten Tweet twittert, ja, und der uns dann über die 13.500 Marke rüberschiebt oder was? Also ganz ehrlich, Jungs, mir ist es viel, viel zu heiß, um hier auf einen weiteren Anstieg einfach zu hoffen und zu beten. Die Wahrscheinlichkeit ist für mich ganz klar mehr runter wie rauf. Das bedeutet nicht, dass du. Wenn ich jetzt sagen würde, die Null ist auf meiner Seite und ich setze auf Rot, Rot bedeutet runter, Schwarz bedeutet rauf. Das bedeutet nicht, dass nicht Schwarz eintreffen kann. Ja? Ich sage nur, es ist wahrscheinlicher, dass Rot eintrifft. Also um bei meinem Roulette-Beispiel wieder zu bleiben, um das Ganze zu verdeutlichen, zu vereinfachen. Also ihr hört schon, ich habe heute eine ganze Menge geredet am Telefon. Ja? Ich mache ja IT-Verkauf und da habe ich heute ein wirklich interessantes Gespräch gehabt mit einem IT-Leiter eines Automo, also wieder mal mit einem IT-Leiter, muss man dazu sagen, eines Autozulieferers. Das ist echt interessant. Also Herr Klein sagt er, also verkaufen, also verkaufen können Sie mir derzeit leider nichts, weil wir haben einen kompletten Investitionsstopp, also keinen Investitionsstau, sondern einen Investitionsstopp, ja, wohlgemerkt. Und dann verstehen wir uns aber so gut, dass wir fast eine halbe Stunde am Telefon bleiben. Das ist wirklich selten. Ja, IT-Leiter sind beschäftigte Leute oder CIOs. Ja. Und dann haben wir uns über Gott und die Welt unterhalten, mehr oder weniger über Wirtschaft und wie derzeit welcher Abverkauf in Deutschland, also der Abverkauf der deutschen Wirtschaft momentan stattfindet. Ja, in allen Branchen letztendlich und insbesondere was die Automobilbranche betrifft und die auch nicht ganz ja, disconnected ist zu unserem lieben DAX hier. Ja, insofern fügt sich das eine in das andere. Und ich meine, nach so einem Gespräch, ja, wenn du mit so einem hochintelligenten IT-Executive mal eine halbe, dreiviertel Stunde am Telefon warst und mal off the record, ja, das würden die Engländer sagen. Also aus dem Nähkästchen geplaudert wird, ja, eine Menge Details, wo ich jetzt auch nicht nennen werde. Ich werde ein extra Video darüber machen, aber halt anonym natürlich. Dann denkst du dir, whoops, vielleicht sollte ich mir doch mal Gedanken machen, in meinem Alter noch auszuwandern, ja, denn in Deutschland wird momentan de facto eine ganze Menge falsch gemacht. Unsere führenden Industriezweige, die ja unseren Wohlstand produzieren, permanent, also aus dem ja unser Wohlstand erschaffen ist, ja, werden Stück für Stück abverkauft, unser Know-how wird verscherbelt, Produktionsstandorte werden nach Osteuropa, nachdem wir es schön brav jahrzehntelang jetzt aufgebaut haben, Osteuropa wird dort nochmal die Marge maximiert, ja, das heißt, unsere Leute werden entlassen, da drüben wird der Produktionsstandort ausgelagert und dann gehen dann noch auf Interimsbasis einige hochdotierte Executives aus der Produktion, aus der IT und aus Finance, ja, das sind dann noch eine Handvoll Executives, die dann darüber pendeln dürfen, ja, so jedes Wochenende von der Tschechoslowakei zurück nach Stuttgart, ja, und das noch ein paar Jahre, bis die dann letztendlich auch noch dieses Know-how aufgesaugt haben da drüben. Tja, und hier die 3, 4 Millionen, die hier in der Automobilzuliefererbranche insgesamt beschäftigt sind, die werden halt nach und nach abgesäbelt. Und also nur mal kurz in a nutshell, wie gesagt, ich werde da ein extra Video drüber machen. Denn solche Gespräche, ich bin gerne positiv und optimistisch, ja. Aber du darfst auch eines nicht vergessen, damit will ich das Video auch belassen, ja. Dann sind wieder 10 Minuten um. Ich will diese Videos nicht viel länger machen wie 10 Minuten. Du darfst eines nicht vergessen, diese ganzen wirklich guten,
Also ich rede jetzt nicht vom Mainstream. Ich meine die ganzen guten Kommentatoren, Journalisten, Börsenbriefschreiber und so weiter, die sagen wir 80% im Internet, in YouTube, die ich auch alle super schätze und teilweise super viel Know-how haben und alles Mögliche. Die aber ihre Infos teilweise nicht direkt von den Quellen bekommen und wenn sie die bekommen, dann von irgendwelchen Pressesprechern, die niemals, ja, die Dinge beim Namen nennen, weil sie es nicht dürfen, weil sie dann damit irgendwelche Shitstorm auslösen würden, irgendwelche negativen Dinge und so weiter. Weil die natürlich auch eine ganz andere Reichweite haben, wie ich hier mit meinem kleinen Kanal. Deswegen darf ich Dinge sagen, die die wahrscheinlich nicht sagen dürfen. Kurzum, offiziell und inoffiziell sind zwei Paar Stiefel, wenn es darum geht, Informationen zu eruieren, ja, aus der Industrie direkt, wie es wirklich um unsere deutsche Wirtschaft steht, und diese dann auch zu broadcasten. Und da sind Welten dazwischen. Also so viel, da will ich es jetzt mal darüber lassen. Und das alles indirekt betrifft natürlich auch unseren hier lieben DAX, den du hier vorne im Chart siehst. Und mitunter auch meine Entscheidungen sozusagen natürlich beeinflusst, ob ich jetzt hier schön brav und munter weiter investiere oder eben nicht. Und du solltest hier nicht irgendwas mir nachmachen oder mir nachplappern oder sonstiges, sondern du solltest gefälligst alles, was ich hier sage, in Frage stellen. Ja, mir hier unten in die Kommentare reinhauen, mich fragen, mich durchlöchern, mich kritisieren, konstruktiv natürlich. Und dir deine eigene verdammte Meinung bilden und dir möglichst selber Kontakte schaffen, direkte Kontakte in den Industrien, die für dich wichtig sind, um deine Investmententscheidungen optimal treffen zu können für die Zukunft, damit du eben Gewinner bleibst und bist und möglichst irgendwann vielleicht auch zu den Millionären gehörst und nicht zum absteigenden Ast. Ja? Denn irgendwann mal wird es wahrscheinlich die Mittelschicht, so wie wir sie kannten in meiner Generation, vielleicht in dieser Art und Weise nicht mehr geben. Ja, und dann bleibt es eben dir und mir zu überlassen, ja, zu welcher Schicht du gehören willst. Ja, also ich will nicht zu der unteren gehören, solange ich die Wahl habe. Bis zum nächsten Mal, Daumen hoch. Ja, ich kriege selten Daumen hoch. Ich kriege zwar laufend neue Abonnenten jeden Tag jetzt, aber leider keine Daumen hoch. Aber gut, macht nichts. Abonnenten sind mir auch recht. Also dann lass ein Abo da, wenn du noch nicht abonniert hast, mein Kanal. Ich mache jetzt noch ein paar richtig coole Videos, also über wirtschaftliche Themen aus erster Hand, also Infos aus erster Hand. Ne? Also das heißt, näher dran geht's nicht. Ja, mit den Leuten, wo ich mich da unterhalte, das sind die, die teilweise die Schalter umlegen und die Entscheidungen treffen. Keine Pressesprecher, keine Journalisten. Keine Blogger, ja, das sind direkt die CIOs, die COOs, mit denen ich mich tagtäglich unterhalte. Das ist mein Job, ja. Also ich verkaufe übers Telefon, über E-Mail, ich verkaufe ja, verschiedene IT-Lösungen, ja. Und da darfst du dir jetzt nicht die Office-Version von Microsoft vorstellen, darunter, die du im Saturn bekommst, sondern andere IT-Lösungen, ja. Die können manchmal 10.000, 20.000 Euro kosten, die können auch manchmal 1 Million oder 2 oder 3 Millionen Euro kosten. Ja? Okay, so soll es jetzt gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und schau hier, abonniere meinen Kanal und schau beim nächsten Video gleich mit rein. Warum eigentlich nicht? Und dann heißt es wieder: Dein Thomas Klein, arbeite hart und investiere smart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.